Unscharf, wir sind unscharf. Wir sind unscharf. Ja. Wir starten heute mit den Aufkleber für Jason King sein Moped. Die 6 Seite wird klarlack lackiert von Pampana 46. Ihr habt euch alle gewünscht, dass er wieder einmal seine Schimpfwörter alle sagt in der Video. Das wird heute wieder stattfinden. Die Chefitäten Jason King und Pampana 46 kommen jetzt den kleinen Tagsweg, die picken jetzt noch die Aufkleber auf. Besser als vorher. Nicht, dass das irgendwas wieder veranstalten. Hallo? Das ist positiv! Euer Pampana hat mich hergeholt, Alter! Ein Extremes ist positiv! Ja, was tun wir heute? Ich hab gesehen, ihr habt da schon angefangen! Da biegt schon was um, Mann! Klarlack kommt da auf! Ja, geil, Alter! Schaut sich das an, Alter! Komm her, da schaut dir den geilen Pickerl an! Huch! Ohne Rechtschreibfröhler sogar! Pampana Mission Lacker! Misch auch da gescheit, mach einen guten Misch! 1:50. 1:1 eine Mischung. So eine Kostprobe. Ein 80er Schnaps. Ein Schlegowitz. Da kann man nicht viel Zutaten rein. Zwei Takte. Deckt es dann. Also einen leichten Rotstich hat. Mit einem Imbus rennen wir um, gell? Es gibt einen Effekt, oder was? Mhm. Jason, bist du nervös? Ich bin nie nervös. Ich stehe unter lauter Profis. Warum soll ich die nervös sein? Mit Vorbeine gerissen, ich bin aus Boga. Brauchst du zum Erwischen? Ich hab noch einen Kompressor, oder? Weil dann hören wir nicht mehr. Ich hab noch einen Kompressor. Ein schnelles Interview. Wie haben Sie sich, Herr Pampana, vorbereitet für die Lackierung? Nee, Sie müssen ein bisschen lauter reden, man hört es nicht mit der Maske. In Amerika habe ich sie angeholt. Ja, und wie war die Vorbereitung? Super, ich habe den ganzen Tag geschlafen. Sehr schön, optimal. Wir starten jetzt mit der Lackierung. Schaut euch das an. Pampana 46, Zwischenfazit. Rind. Rind. Nein, da passt alles. Also. Wo ging? Wo? Jetzt prüf ich nicht gleich an, Pampana. Was war das? Sag das mal. Wir schauen alle gespannt zu, wie der Pampana. Hacke. Heute fahren wir noch. Einer Hacke. Was sagst du? Ich sag, weiter geht's mit die Glattöle. Pampana hat alles unter Kontrolle. Ja, was unter dem Klarlack ist, für das können Sie nicht sein, Pampana. Nein. Okay. Das sind King-Verantwortungen. Und ich sage, das sind Rebensverantwortungen. Das kann sein. Aber das wird wurscht sein, weil auf der Kamera sieht man wie immer kein einziger mehr. Meine Crew hat gut gearbeitet, ich bin zufrieden. Deine Haare hängen im Cosplay. Ja, das ist ein Spaß. Das war natürlich ein Problem.
Die Bass was, ist ein Moped, das ist richtig. Was schaut ihr euch da an? Das schaut aus wie ein Moped. Ja, mega geiles Sticker, Alter. Scheiß mal an. Deppert, Mr. Mofa Sticker haben wir auch schon. Transparent, Jason King. Alter, das passt alles zusammen, oder? Die Farbkombi, die passt ja auch perfekt. Bringst du ja dran. Perfekt. Wie wenn er es schon gewusst hätte. Tags letztes Mal haben wir den Motor da, da gebiegt und geschraubt, oder? Mhm. Heute? Was ist heute drauf? Da haben wir noch einen Rest weggeschleifen, was übersteht. Okay. Und dann bauen wir zusammen. Jawohl. Das wird arg. Und das Ganze für das Projekt da, oder? Das Ganze für ein Double. Double Travel. Athena bearbeitet. Ja. Und Getriebe original. Getriebe da? Getriebe da. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Okay. Warum ist der so schwarz? Der ist Geschichte. Black Magic. So, Kupplung, was kommt für Kupplung rein? KTM Standard. Jawohl. Mhm. Also, Dax, nochmal zur Wiederholung für die Leute. Das ist wieder ein 50 Kubik Rennmotor, oder? Wieder 50 Kubik Rennmotor. Mit Membraneinlass. Mit Membraneinlass und Athena 50 Kubik. Okay. Und das Ganze kommt eben da in das beige Projekt vom Tag seine. Warum Tag eigentlich ein 50 Kubik Rennzylinder? 50 Kubik, das ist eigentlich Spätsparender. Nein, das ist eigentlich das. ja, kann man. Gehört für Mofa-Rennen. Mofa-Rennen sind 50 Kubik, deswegen werden die da 50 Kubik einmal haben. Okay, nicht schlecht. Wieder mal ausprobieren, ja, wenn es geht. Mhm. Das heißt cool, wenn mit Lager ist einmal ready. Okay, tut vorne. Willst du gleich Blätter Lager und alles auch mit? Rest schlafen wir. So. Ohne Anzug mit 100 Newtonmeter. Mit einer Hand. Kontrollieren. Geil, oder? Voll geil. Mantel genommen. Nicht schlecht. So, Tag, Stehbolzen. Stehbolzen. Spezielle, ja, aus dem Tags Factory Shop, oder? Auf jeden Fall. Okay. Was ist das Spezielle an den an die Stellplätze? Das Spezielle. Sicherungskleber drauf. Mhm. Der soll ein wenig mehr sein. Mhm. Dann braucht man nicht lange einander fluchen. Aha, der hat 6 Kant oben. Ja. 7 mm, das heißt der Zylinder ist nachher auch schon oben. Und jetzt geht schon dahin mit dem Imbus. Wahnsinn. So schnell habt ihr nachher die Stehbolzen drauf. Kann keiner glauben, oder?